Professor, mi buen amigo. Guck mal hier. Proviant. Also, du hast ja mal vorgeführt, was du alles so mitgenommen hast auf deine Fährfahrt. Erstmal habe ich hier eine schöne Coke für dich. Die ist zwar nicht mehr eisgekühlt und die ist auch ohne Zucker, deswegen ist es nichts für dich. Aber ansonsten wird hier kräftig aufgetischt. Also Orangensaft, Haarmilch für Müsli und komm mal näher ran. Ich will mal den Professor so richtig neidisch machen. Guck mal, was hier alles gibt. Schön Bifirol, schöne Dauerwurst, Schokoriegel, Äpfel, Müsli, habe ich schon gesagt. Aber, und jetzt kommt das Ding, auf das ihr alle gewartet habt. Hier ist der Hinweis auf das, was auch den Prof glücklich macht. Prof, weißt du, was ich meine? Weißt du, wovon ich rede? Wisst ihr da draußen, wovon ich rede? Ich gebe euch noch einen weiteren Tipp. Das ist allerdings Vollkorntoast. Das ist allerdings Vollkorntoast. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst, denn das ist gesund. Das ist nicht so dein Ding, ne? Also, Professor, ich habe dir jetzt mal gezeigt, wie wir auftischen, wenn wir mit der Fähre fahren, wie wir auftischen, wenn wir nach Dänemark fahren. Und ich würde sagen, ich genehmige mir gleich mal hier so einen Chip und gleich noch eine schöne Packung Pacari Sweat, also eine schöne Flasche Pacari Sweat. Die gibt es zwar in Europa noch nicht, aber die kommt demnächst. Also, Prof, beim nächsten Mal musst du ein bisschen dicker auftischen und dann kannst du auch mit deinem Video beeindrucken. Ich wünsche dir eine gute Fährfahrt und mir auch und bis bald. Ciao, ciao.